Gut 45.000 Menschen kamen am Montag in die Düsseldorfer Esprit Arena, um der deutschen Nationalmannschaft beim freien Training zuzuschauen. Am Mittwoch trifft die DFB-Elf in einer Neuauflage des WM-Endspiels auf Argentinien. Nicht mit dabei werden Per Mertesacker, Miro Klose sowie Ex-Kapitän Philipp Lahm sein. Die drei Allstars haben sich nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien vom internationalen Fußball verabschiedet. Trainer Joachim Löw wird wohl auch auf die angeschlagenen Bastian Schweinsteiger und Skodran Mustafi verzichten müssen. Ebenso unklar ist der Einsatz von Mesut Özil, der mit einer Sprunggelenksverletzung hadert. Zurück im Team ist jedoch der Dortmunder Marco Reus, der nach einem Kreuzbandriss die WM verpasste. Am Sonntag trifft Deutschland im Signal Iduna Park in Dortmund im ersten Spiel der EM-Qualifikation auf Schottland.